wunderschönen guten Morgen. So, stehe in Kaiserslautern hinter der Brücke. Hol die kleine Siebanlage. Hier mal alles vorbereitet. Ich hoffe, dass ich da hochkomme. Keine Ahnung. Ich laufe jetzt erstmal da hoch. Gucken. Läuft. Er läuft. Mit dem Rampentiefleiter hochgefahren bin, bin ich wohl irgendwo hängen geblieben. Hier oder hier. Kann's nicht sagen. Da ist eine Ecke dran. Vielleicht war das hier. Keine Ahnung. Wollte ich zuerst das Band nach hinten laden, aber ich denke, das wird nicht reichen. Jetzt habe ich zuerst den Bunker vorne. Ich versuche es jetzt einfach mal, wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, müssen wir halt nochmal drehen. Geht, glaube ich, gut.
Weiß nicht, wenn ich andersrum gefahren wäre, weiß ich nicht, ob es gereicht hätte. Aber die steht, glaube ich, gut so. Man muss später gucken, kann dann sein, dass ich meine Bordwand rausmachen muss, aber ich glaube nicht. Sollte passen. So, mache ich meinen Huschenkrempel hier noch weg. Das verräume ich wieder dahin rein und dann Kette dran. Geht's ab Richtung Sembach und dann nach Walldorf. Bis gleich. Jawohl, ich komm. Der Baum. Oh oh. Ich glaube, das hat eh gekippt.
Handy habe ich mal nach rechts geguckt.
auskomme. Aber Baustelle liegt direkt an der Straße, an der Hauptstraße. Also wir werden sie sehen, denke ich. Und soweit ich weiß, stehen auch noch Container vor der Baustelle halt. Irgendwo mal parken müssen, denke ich. Das will ich doch gar nicht. Der 6. Juli. Heute Morgen fahre ich Cut-Baguette tauschen. Wie war?
den 330 in Falsch rüber nach Sembach, wo der andere neue 330 steht, und die tauschen und den von Sembach vom Heuberg oben bringe ich mit hierher auf den Hof. Ich weiß nicht warum, ob da irgendwas defekt ist dran. Ich mir aber vorstellen, Alter. Ich habe gerade das Gummi hier reingedrückt. Ja, jedes Mal, wenn ich die Scheibe hochmache, zieht sich das wieder mit raus. Sorry. Fuck mich ab! Alles gut. Wie gesagt, den bringe ich dann mit hierher. Ob da irgendwas defekt ist oder ob da was eingestellt wird oder so, keine Ahnung. Aber das mache ich jetzt heute Morgen mal. Gucken, wie es weitergeht. Bis gleich.